Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntag. Mein Name ist Gaian. Ich begrüße euch, alle Tiger und Tiger da draußen, zu unserem kleinen Let's Retro. Diesmal mit Rayman. Ja, es ist ein wunderschönes Spiel, was ich nie durchgespielt habe. Und wir fangen gleich mal an, würde ich sagen. Direkt ohne Palaver. Memory Card wird abgelesen. Dürfte eigentlich gar kein Spielstand drauf sein, wenn ich mich recht entsinne. Ist voll, Speicher nicht möglich. Zum Weitergehen X-Taste drücken. Ist mir egal, wir wollen eh nicht speichern. Wir können jetzt hier ein Passwort eingeben. Oder wir können auch einfach direkt starten. Aber irgendwie... So. Ich muss da oben drücken. Unten kann ich nicht drücken, da ist keiner nach unten drücken. Wir starten direkt. X springen, Viereck Faust, 0, Aktion. Geräusche, Stereo. Starten. Warten. Und. So, das müsste passen. Starten. Ich
Der Bösewicht steht auf seinem Hügel und beobachtet unsere Schritte. Und da sind wir! Verstecken uns hinter einem... mitten im Dickicht, hinter einem... keine Ahnung, was es ist. Mein Gott, ist die Grafik schlecht, ey. Total verpixelt. Psst. Müssen ruhig sein. Okay, wir sind auch schon mittendrin. Wir wissen, dass wir jemanden retten müssen und wir brauchen irgendwie ganz viele von diesen Punkten hier. Okay, das bringt nichts. Da geht's zurück, wir wollen nicht zurück. Man sieht es auch. Der Wind weht durch unser Haar. Die Vöglein zwitschern. Und wir kommen nicht an das P. Blöder Himmel. Oh. Okay, wir müssen hier hochklettern. Gut zu wissen. Vielleicht kommen wir jetzt auch an das P ran. Strike. So, jetzt haben wir mal ein Ding dazu bekommen. Das ist eigentlich ein simples, simples Jump'n'Run-Spiel. Aber wir können nicht schlagen. Wir dürfen auch nicht ins Wasser fallen. Heute war so ein bisschen anstrengender Tag. Ich war erst mal mit einem Kumpel, da haben wir einen Wohnschrank aufgebaut, den er von mir bekommen hat. Und... yeah! Und dann sind wir zu mir, haben jetzt endlich mein Wohnzimmer... Wohnzimmer gestrichen. Ich hatte die Nase gestrichen voll. Ah. Ja, das hab ich doch wohl geschafft. Hängt sie nicht dran. Komm mit. Wollen wir sie weitermachen hier. Wieder hoch. Oh Gott, wir haben Feinde. Unsere ersten Feinde. Was ist los? Ich wollte doch schlagen. Warum kann ich nicht schlagen? Das war doof. Okay, gleich nochmal. Okay, ich darf sie also nicht. Nicht direkt berühren. Wir müssen noch irgendwie da hochkommen. Ich habe noch keine Ahnung. Nice! Ah, wie süß ist das denn? Ich habe so einen Zwischenspeicher, wenn ich mich nicht täusche. Ich kann nicht schlagen. Also er gibt mir jetzt nicht so die Möglichkeit, dass ich jetzt draufhauen könnte. Kann ich jetzt auch nicht. Katzenwild! Wir müssen auch wieder hochkommen. Weg ist. Super. Und wenn es weg ist. Super. Wir müssen irgendwie. Scheiße. Und zurück. Gut. Wir müssen da hoch. Da
Ich sehe jetzt noch keine Möglichkeit, da hoch zu jumpen. Nein! Oh. Dumm! Dumm ist es! Dumm! Da war ich schlecht. Da halte ich fest. Macht er nicht. So, komischerweise sind jetzt die hier auch wieder da. Halt! Mieser kleiner Schuft ist das doch. Es könnte langsam sein, dass ich langsam enger werde mit den ganzen Retro-Spielen und daher vielleicht die nächsten Wochen halt, nächsten Sonntage halt vielleicht mal kein Retro-Let's Play gemacht wird. Ich bin da was am Deichseln, dass man vielleicht auch mal in eine andere Richtung mal zeigen kann von Spielen. Nicht nur PlayStation, also alte PlayStation-Varianten hier. Ja, macht's noch nicht so ganz, also. Jetzt sitzt er nicht so richtig fest hier. Nee, kann ich machen, was ich will. Nein! Oh. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Verpiss dich doch mal. Gut. Hopp, wir müssen hier hoch, kurz runter. Ich frage mich, wo die hinfliegen. Wollen wir sonst im Weltall ersticken? Hopp, hopp, hopp. Gibt's hier unten noch was? Da komme ich aber nicht hin, ne? Hopp. Da ist ja schon Ausgang. Ich will nicht zum Ausgang. Ich komme von hier aus dahin? Nee. Da ein Mannequin da unten, finde ich voll cool. Na, wie kommen wir denn dahin, bitteschön? Bin ganz oben. Aktion kann ich keine machen. Ich will die Viecher da retten. Vielleicht gibt es ja die Aktion-Taste auch mit anhängen. Nein, machen wir nicht. Autsch. Das war daneben. Wir müssen doch irgendwie da hinkommen. Hier gibt's nichts. Der hangelt sich auch nicht feste oder sonst irgendwas. Auch wenn ich die Aktionstaste drücke. Ich kann auch nicht schlagen, das ist total dumm. Es geht nur weiter zurück. Schöne, geh doch mal weg jetzt. Warte mal, ich habe eine Idee. Ah, schade. Das könnte funktionieren. Nein, das war zu früh. Man muss ja irgendwie da hinkommen. Aber er macht's nicht. Fuck! Ich versuche mich irgendwie zu katapultieren damit, aber... Ach komm, das war ja wohl jetzt! Raven, halt dich fest! Ja, jetzt habe ich's! Verdammt!
Ah. So. Jetzt gehen wir noch ein bisschen höher. Und komm schon. Ja. Das war knapp. Schön. Was haben wir hier? Yay! Keine Ahnung, was das sein soll. Perfekt! Ein extra Light! Schönes Ding! Hab ich total vergessen, dass man das kriegt und so. Nein, was soll... Nein! Aua! Du blödes Vieh! Na, ah, das Timer muss gut. Alter! Willst du mich jetzt dödeln? Zu früh! Uah. Ach komm, du warst dran jetzt. So. Nochmal das Ganze. Gibt's ja wohl nicht. Ja, das haben wir schon. Das hatten wir doch schon. Will ich nicht nochmal machen. Boah, super. Bravo, dann Zeit 14:55. Das war ja wohl jetzt wesentlich schneller. Aber ich will es nicht nochmal spielen. Ich wollte eigentlich nur... Ich kann nicht zupacken. Von da aus komme ich nicht eigentlich dahin. Ne? Ach komm Leute, wir machen das nächste Level. Arschlecken jetzt. Alter. Okay. Gleich werde ich sauer. Ach komm schon. Egal. Wir gehen jetzt weiter unseren Weg. Ich bin zu blöd für dieses Kinderspiel. Sagt's doch einfach alle. Sagt's einfach wie es ist. Damit hat sich die Sache. Das Gelache ist echt geil. Tanzen die Blumen. Oh, nice. Hallo Rayman. Ich bin Bettina die Fee. Ich werde dir bei deiner Suche helfen. Durch mich kannst du neue Fähigkeiten erhalten. Du kannst mit deiner Faust zuschlagen. Viel Glück. Zum Zuschlagen vier Tasten drücken. Je länger die Taste gedrückt wird, umso weiter geht die Faust. Tschu. Coole Sache. Das war easy. Die kriegen von einer Frau, die es selber nicht geschafft hat, Tipps, wie wir es schaffen sollen. Die soll mal ruhig die Fresse halten, würde ich sagen. So, wir können mich das Ding jetzt dahin fuckeln, hier hochspringen. Ah, clever ist der Junge. Clever.
Ach so, ich bedanke mich schon mal für die jetzt schon vorhandenen 36 Abonnenten. Ich habe auch schon eine Idee, was ihr als 35 Abo-Special machen, 50 Abo-Special machen will. Das muss ich jetzt schon planen, weil es schon ein etwas Ui! Da wüsste jetzt nicht, wie ich dran kommen soll. Kann ich auch hochschlagen? Ne, hochschlagen kann ich nicht. Boom! Komm her. Boom! Super. Okay, das nützt so nix. So, die befreien wir mal direkt. Wir haben ein kleines Wesen. Okay, ihr habt eine Idee, wie man den kriegen kann. Der sich hochdruckt und dann kommt der Faust wieder zurück, gibt ihn direkt in die Nackenstelle. Jo, wer ist das Bramhühnchen? Du bist das Bramhühnchen, ne? Mach Männchen. Schön, ein Männchen gemacht. Jojo. Ja, es ist ein etwas langwieriges 50, ein bisschen etwas aufwendigeres. Und wenn ich Glück habe, kriege ich sogar vielleicht ein, zwei andere Let's Player zu, da mitzumachen, mitzuwirken. Und ich hoffe, das wird auch was. Wäre ganz cool. Das ist schon etwas, was ich schon seit Ewigkeiten machen wollte. Als Video. Und da dachte ich mir, das würde hier eigentlich am besten funkeln. So, runter mit dir. Nein, wo willst du denn hin? Ist in Ordnung. Nein. Keine Werbeunterbrechung gewesen. Wir machen sofort weiter. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. So, das einsame Boot. Blödes Scheißvieh. Keine Ahnung, wofür wir es brauchen. In den Wanz. In your face. Auf damit. Drei haben wir. Wir können auch die Level zurückgehen, aber wir haben noch nicht genug. Nicht genug Fähigkeiten, um die jetzt da vernünftig zu retten. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie was Spezielles brauchen. So, wir können jetzt entweder dahin gehen. Wir gehen mal hier hin, da ist ein Zauberhut. Okay, wir haben jetzt noch ein Passwort. J59PWQL9X müssen wir freischalten anscheinend. Lagune der Angst. Machen wir einfach mal.
Wie kommen wir denn da hin? Erstmal den Vogel in die Fresse. Nein! Nein, das wollte ich doch nicht. Nein, wir bleiben schon da. Ich habe das Spiel nie durchgespielt, denke ich gerade so dran. Ich habe das nie gespielt. Alter! Nein, du sollst nicht da lang. Auf den Schreck erstmal trinken. Wir werden jetzt hier. Ich frag mich, warum ich das nie durchgespielt habe. Das ist eigentlich ein volles cooles Spiel. So, was dürfen wir jetzt? Hopp. Das hab ich. Nein! Warum kriege ich das nicht mehr hin? Da ist ein O! Ich will das O haben! Dann kriege ich noch ein G. Dann habe ich OG. War ja flach. Hopp! Schafft! Jawolski, da haben wir eins befreit! Dunkel! Klapp! Da ist ein Haufen! Ein dicker Haufen hat da hingeschissen! Und tschüss! Und raus damit! Juhu! Das ist anscheinend das. Jo, wir haben es geschafft. Oh! Das Vieh. Na! Nein, das funktioniert nicht. Ui! Nein! Nein! Scheiße! Ein Jäger hat uns erwischt! Ein Jäger! Jäger, nicht Neger! Verdammt! Ich. Soll ich die anderen jetzt auch nochmal neu retten? Stirb halt! Geht doch! Geht kaputt! Drei Stück in einem Level! So, das nehmen wir uns auch noch mit. Das brauchen wir natürlich jetzt. So. Los. Fahr. Ja, cool gewesen, hätte die Pflaume ihn dann umgehauen, Alter. Halt, wir gehen nochmal hier nochmal dahin, ne? Nein, das gibt's nicht. Ach ja, stimmt, da kommen wir immer nicht hin, ne? Ah. Okay, coole Sache. Coole Sache. Ich frage mich, warum man das kann, ganz ehrlich. Sieht er mich immer noch?
Er will sich rollen. Alter! Ist nicht dein Ernst? Nein, das ist mein George. Da hat immer noch keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Schwing dein Ding. Hui. Das kann nicht sein. Lass mich in Ruhe. Aua. Alter, das gibt's doch nicht. Die ganze Welt ist schon wieder gegen mich. Das gibt's doch nicht. Nein, Alter! Das ganze schöne Leben, was wir uns zusammengearbeitet haben, das haben wir uns hart erarbeitet und wir verkacken's. Geh weg! So, können wir dann jetzt einfach da hingehen, wo ich hin will, habe jetzt keinen Bock jetzt nochmal hier. Am Arsch ist Duster, jetzt rennen wir einfach durch, du. Kein Bock mehr hier. So. Oh shit! Bam! Haben wir erwischt. Schönes Ding. Boom! Oh oh. Scheiße! Nimm mal hoch. Ducken. Hoch. Bam! Ist wieder voll aufs Maul. Die großen Glubscher. Huch. Voll wie aufs Auge. Voll aufs Hühnerauge drauf. Runter. Bam. Wieder ein aufs Maul. Was ist jetzt los? Sie taumelt sie. Sie taumelt. Und sie fällt. Oh, ist doch gut. Hey Sisi, hier, mein Schüssel. Haben einen dicken Freund hier gefunden. Schön, jetzt haben wir. Jetzt können wir hier so einen Flugmodus machen. Voll cool. Nein! Oh fuck, das müssen wir ausweichen. Den haben wir nicht gut. Alter! Nein! Was war das denn? Ich finde auch wieder guckt total cool. Okay, kommen wir durch? Oh, wir kommen durch. Ach komm! Okay, das macht keinen Sinn. Nein! Oh, wieso kommt das immer so spät? Wer schießt denn hier so wild um sich? Es wird doch nicht schneller.
Nein! Das ist doch cool! Was ist los? Nein, ist zu schnell hier! Ich kann nicht mehr hinterher! Oh! Nein! Oh! Verdammt! Ich finde es aber komisch, dass er mit einem Schlag nicht ownt. Komm, goldene Faust. Das ist keine goldene Faust. Eieieiei. So, als wenn er einen Schluck auf hätte. Schön, geschafft. Okay, haben wir. Darauf wollen wir uns also nicht mehr konzentrieren. So, jetzt haben wir eigentlich nur eine goldene Faust. Oh, war knapp. Okay, geschafft. Oh. Hoch, runter. Hoch. Runter. Mann, so. Nein, oh nein, es geht wieder schnell los. Lass mich. Du machst nicht zu schnell. Okay. Oh, fuck you! Boah! Digga! Noch nie wieder sowas. Eieieiei. Digga, jetzt sind wir wieder alleine. Oh, was geht? Du bist mutig, Raymond. Aber es reicht noch nicht. Make it real! Jetzt bist du in der Lage, dich festzuhalten. Ah! Digga, wurde auch Zeit. Jetzt können wir auch ein paar Aufgaben noch erledigen. Das konnte ich vorher natürlich nicht. Mich festhalten, das ist relativ sinnlos. Oh yeah, jetzt kommen wir ins ins Musiklevel gehen wir jetzt. Bongo-Hügel. Das machen wir natürlich, Digga. Da wurden auch schon die Buschtrommeln rausgeholt. Ich hasse das Musiklevel. Oh, das war relativ blöd. Okay, vorsichtig. Das war knapp. Ja, runter. Verstehe ich nicht. Was mache ich, wenn wir das ausprobieren? Was ist das denn jetzt? Ey, hör auf zu verschwinden. Und jetzt? Cool! Aber Hauptsache, ich habe noch eine dicke Faust. So. Erstmal wieder direkt groß machen. Ja, noch die goldene Faust. Brauchen wir nicht. Hey! Da will ich nicht hin. Das war relativ doof, aber ich habe eine Idee. Hopp. 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 Alter! Hopp. 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 Hopp.
und mich klein machen. Geh weg. Schaffe ich das jetzt noch da hoch? Nee. Das funktioniert leider nicht. Das ist doof. Das zerstört meine ganze Idee. Hässliche Fliege. Okay. Aber wie komme ich jetzt weiter? Ich muss hier klein sein, damit ich da weiterkomme. Schade. Verstehe ich nicht. Pops. Pops. Halt. So. Ich komme hier hoch. Warum verschwindet das denn? Ich berühre es doch nicht mal. Und da hoch komme ich nicht. Hier kann ich mich kleiner machen. Dann kann ich gegen... Kann ich den nicht reiten? Sehr reizend. Tja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist relativ doof. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich da langlaufen soll. Ich bin auch generell gerade sowieso zu doof, irgendwo hinzukommen. So. Wolke, Wolke, Wolke. Keine Wolke, weil die einfach weg ist. Wolke, Wolke, Wolke. Wieder einfach weg. Wolke, Wolke, Wolke. Wieder einfach weg. Wolke, Wolke, Wolke. Wieder einfach weg. Wolke, Wolke, Wolke. Hey, wieder einfach weg. Wolke, Wolke, Wolke. Geht doch. Okay, komme ich auch nicht wesentlich weiter. Ich drehe mich gerade die ganze Zeit nur im Kreis, das weiß ich. Aber es geht gerade irgendwie nicht anders. Alter, hau mal ab jetzt. Tja, also, ja, keine Ahnung. Ich komme hier nirgendwo hin. Da geht's nicht weiter. Hier unten geht's auch irgendwie nicht lang. Ich muss da runter, aber ich kann mich nicht ducken und gleichzeitig bewegen. Dafür ist er zu dumm.
hilft mir relativ wenig weiter jetzt. Wow! Das war knapp. Scheiße! Ah! Ach so! Das war früher gewusst. Ich das mal früher gewusst, ey. Verdammt. Wir haben keine Leben mehr. Wir können uns doch fortbewegen. Okay, geschafft. Halt. Na, doof. Coolio, langsam ergibt das alles ja einen Sinn für mich. Wenn zwar ein bisschen spät, aber immerhin. So, dann kann ich mich auch hier fallen lassen, oder? Dann komme ich nur hier wieder hin, okay. Cool. Oh, geschafft. Oh, das war auch knapp. Ballert der auch noch auf uns? Aua! Nutzen wir die Chance? So, geschafft. Okay, da unten geht es anscheinend weiter. Coolio. Toll. Yeah! Okay, coole Sache. Ah, und das Moment, das war boah. Leute, wir müssen mich entschuldigen, aber ich bin scheiße hundeelend müde. Ich nehme mir gerade an einem Samstag um, ich mache mir jetzt 1 Uhr morgens auf. Und wie gesagt, ich habe schon einiges hinter mir heute. Daher beende ich das jetzt schon mal. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt das hier aufgenommen haben. Wenn es euch gefallen hat, dann schrubbt es in die Kommentare. Ja, ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Du kannst ja nochmal zum Abschied. Und dann schreibt mir jetzt in die Kommentare, wenn ihr ein Spiel habt, das ihr unbedingt mal vorgestellt haben wollt, dann her damit, als persönliche Nachricht oder halt unter diesem Video. Ich werde gucken, was sich daraus machen lässt. Und dann werden wir gemeinsam noch ein paar andere Retro-Spiele spielen. Ich bin da was in der Planung, um halt andere als nur PlayStation-Spiele vorzustellen. Das kann aber noch ein bisschen dauern. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, wann ich das hinkriege. Und wenn irgendwann mal halt ist, dass ich halt keinen Retro-Sonntag machen kann, dann tut es mir leid, dann versuche ich das mit einer anderen Variante, halt einem Commentary oder halt ein
Let's Test oder sowas auszugleichen. Oder zum Beispiel als Koop-Kampagnen-Level oder sowas. Irgendwas wird es da schon machen lassen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und ich hoffe, man sieht sich irgendwann mal online. Tschüss und ciao.